Herzlich willkommen bei uns im Online-Gottesdienst hier in der Friedenskirche. Schön, dass du eingeschaltet hast und dass du mit uns diesen Gottesdienst feiern willst. Ja, dort wo du bist, gemeinsam feiern wir ihn. Entweder zu Hause, in deinem Wohnzimmer oder vielleicht in der Pause auf der Arbeit, auf der Parkbank, draußen jetzt, irgendwo in der Natur. Wir feiern Gottes Güte, auch heute wieder an diesem Sonntag. Ja, wir haben schon einige Rückmeldungen von euch bekommen, dass Gott euch auch in den letzten Wochen in unseren Online-Gottesdiensten berührt hat und darüber freuen wir uns sehr. Also schreibt uns gerne, nehmt Kontakt mit uns auf, erzählt uns, was einfach ihr Gutes mit Gott erlebt, auch gerade in dieser Zeit. Ja, Gott ermutigt uns, in diesem Gottesdienst dran zu bleiben an ihm und dass er vieles aus unserem Leben abkann, vor allen Dingen auch unsere Klagen oder auch das, was uns eben schwer auf dem Herzen liegt. Wir wollen diesen Gottesdienst nun gemeinsam feiern und ich bete noch mit uns. Guter Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass wir heute gemeinsam dich feiern können, Herr. Und wir danken dir, dass wir unser Herz ausrichten können auf deine Liebe, auf dein gutes Wesen. Wir danken dir dafür, dass du uns heute Freude schenken willst an diesem Tag. Und wir danken dir, dass dein Segen mit uns ist und mit allen Gottesdiensten, die heute gefeiert werden, die schon gefeiert worden sind und die noch gefeiert werden. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der uns liebt. Herr, dein Segen ist mit uns. Amen. Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Gedanken in der Nacht, Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht, lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Alles fein, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder.
vergessen, barmherzig und gnädig zu sein. Das sind ein paar harte Worte über Gott. Sie stellen das in Frage, was wir über Gott gelernt haben, und zwar, dass seine Liebe und seine Gnade ewig sind. Ja, hier hört es sich so an, als ob jemand sagt, wie kannst du nur? Was bist du überhaupt noch für ein Gott? Wie würdest du reagieren, wenn jemand so etwas über Gott sagt? Vielleicht mit dem Versuch, Gott zu verteidigen und dem Kritiker vom Gegenteil zu überzeugen. Aber dieser Satz stammt tatsächlich nicht von einem Religionskritiker, sondern aus der Bibel, und zwar aus Psalm 77, dem Predigttext von heute. Und bevor ich ihn vorlese, möchte ich euch gerne mit in diese Situation hineinnehmen. In Psalm 77 lesen wir von einem Menschen, der in einer großen Not ist. Er sagt nicht genau warum, aber es wird deutlich, dass es um Existenz geht. Und es wirkt beinahe so, als hätte er den ganzen Tag einfach versucht, irgendwie weiterzumachen, als hätte er versucht zu überleben und dabei nicht zu viel nachzudenken. Und jetzt wird es Nacht und es wird still. Und durch diese Stille wird es in ihm richtig laut, so laut, dass es kaum auszuhalten ist. All die Gefühle, die er am Tag beiseite geschoben hat, kommen jetzt hoch. All die Verzweiflung, all die Angst und all die Wut. Aber er ist nicht wütend auf die Umstände, nicht die Situation lässt ihn verzweifeln, sondern Gott. Er zieht Gott in die Verantwortung für seine Lage. Es frustriert ihn so sehr, dass er dachte, er würde Gott kennen. In den Geschichten, die er über Gott und sein Volk gehört hat, war Gott der, der Menschen befreit hat, der gütig war. Da, wo Gott war, war immer Hoffnung. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ist Gott weit weg. Er hat ihn einfach vergessen. Wir hören gleich sehr ehrliche Worte und ungefilterte Emotionen, als ob der Psalmist all seine Verzweiflung und seine Enttäuschung herausschreit und Gott vorwirft. Und wir wollen jetzt Teile des Psalms lesen und dabei besonders auf die Gefühle des Psalmisten achten. Psalm 77. Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott, ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. In meiner Not suche ich den Herrn, nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grüble ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach. Ich versuche eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen? Ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Ich sinne über all dein Wirken nach, dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst. Die Nachkommen Jakobs und Josefs. Du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte seine Herde unter der Führung von Mose und Aaron. Ganz schön ehrliche und harte Worte, gerade am Anfang. Bin ich so ehrlich zu Gott? Bringe ich alles vor ihn, was mich bewegt?
Und lasse ich dabei neben Gefühlen von Dankbarkeit und Demut auch sowas wie Wut oder Enttäuschung zu? Ich habe doch eigentlich so viel Grund dazu. In den Nachrichten geht es gerade jeden Tag um Tausende von Toten. Es geht um Notstände in den Krankenhäusern und um Gesundheitssysteme, die zusammenbrechen. Es werden Menschen gezeigt, die aufgrund von Armut mit großen Familien in winzig kleinen Zimmern leben und gerade auch kein Geld mehr verdienen können. Ja, und ihr habt jetzt wahrscheinlich auch noch weitere Bilder im Kopf, die ihr in den letzten Tagen gesehen habt, die euch begleiten. Und dann ist da die Angst um die Existenz, um die Arbeit, um die Gesundheit und um die Familie, die vielleicht überall auf der Welt verteilt. Und trotzdem ist da der Wille, an Gott dran zu bleiben, wie im Psalm beschrieben werden, Hände nach ihm ausgestreckt und nicht wieder heruntergenommen. Und dann kommt die nächste Schlagzeile, die sagt, das Schlimmste kommt noch. Die Zeit ist noch nicht vorbei, wir müssen scheinbar weiter unsere Hände nach oben strecken und warten. Es fühlt sich nicht richtig an, in einer Predigt alles aufzuzählen, was gerade schlimm ist, weil es doch eigentlich darum geht, hoffnungsvoll zu bleiben. Und es fühlt sich auch nicht richtig an, so ungefiltert und emotional vor Gott zu kommen, wie der Psalmist es tut. Aber er macht es. Wie würde es sich anhören, wenn wir uns das trauen würden, wenn wir einen Klagepsalm aus dieser Situation herausschreiben würden, indem wir ehrlich vor Gott kommen und ihn anklagen. Vielleicht so. Gott, ich bin verzweifelt, ich bin hoffnungslos, ich habe Angst. Ich habe dich als einen liebenden und befreienden Gott kennengelernt, aber gerade erkenne ich dich gar nicht mehr. Gerade bist du weit weg und lässt uns im Stich. Wieso greifst du nicht ein? Wieso lässt du es zu, dass gerade so viele Menschen bedroht sind? Und so viele Menschen sterben. Wieso ist dir das auf einmal so egal, dass es mir wirklich schlecht geht? Gott, hast du uns alle verstoßen? Hast du keine Gnade mehr für uns? Es fühlt sich falsch an, so zu Gott zu reden. Und du fragst dich vielleicht jetzt, wieso muss ich da durch? Oder wieso muss Gott da durch, dass ich ihm sowas an den Kopf werfe und ihn anklage? Und was hält er dann noch von mir? Was passiert dann mit unserer Beziehung, wenn ich mich erstmal darauf eingelassen habe, so zu ihm zu reden? Was passiert mit dem Psalmisten, nachdem er Gott angeklagt hat? Und was passiert mit seiner Beziehung zu Gott? In dem Psalm hören sich die Worte ab einem bestimmten Punkt, ab Vers 12, ziemlich anders an als davor. Der Psalmist beginnt sich zu erinnern an Wunder, die Menschen mit Gott erlebt haben. Ihm wird auf einmal wieder deutlich, dass nichts größer ist als Gott, dass er Macht hat und dass er sein Volk erlöst. Aber warum der plötzliche Sinneswandel? Es ist nicht so, dass der Psalmist erst jetzt auf die Idee kommt, sich zu erinnern und sich die Güte Gottes wieder vor Augen zu führen. Das versucht er schon den ganzen Psalm über. Durch diese Erinnerung Trost zu finden. Aber davor waren es einfach nur schmerzhafte Momente, in denen er sich Gott so fern gefühlt hat. Noch in Vers 11, also einen Satz vor diesem Umschwung, sagt er, ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Wieso schafft er es, jetzt wieder gut über Gott zu reden und Gutes zu ihm zu sagen? Der Psalmist hat alles vor Gott offengelegt. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat ihm gezeigt, dass er ihn nicht versteht und dass er wütend auf ihn ist, dass Gott ihn zur Verzweiflung bringt. Er hat seine Emotionen zugelassen und alles vor Gott gelegt. Und dadurch erfährt er, dass er bei Gott sein darf. Gott verurteilt ihn nicht dafür und stößt ihn nicht weg. Ganz im Gegenteil. Er bleibt bei ihm. Und dadurch bringt Gott den Sinneswandel. Er wird wieder greifbar und der Psalmist erkennt, Gott hält es aus, wenn ich ihn anklage. Ich darf so zu ihm kommen, wie ich gerade bin, ganz ehrlich.
und er bleibt nicht nur bei mir, sondern er nimmt mir das ab, was ich vor ihn hinlege. Die tiefste Verzweiflung und die größte Angst nimmt er mir ab. Er befreit mich davon und er gibt mir wieder Perspektive und Hoffnung. Ich glaube, dass er in diesem Prozess Gott noch einmal ganz neu kennengelernt hat und dass er etwas Neues über ihn verstanden hat. Klagen ist also die Erfahrung, dass wir vor Gott alles ehrlich hinlegen können und Gott handelt. Er verändert uns, weil er uns Freiheit schenkt von dem, was uns erdrückt hat. Er nimmt es uns ab. Und durch diese Freiheit gibt er uns neue Perspektive, und zwar die Gottesperspektive, auf ihn und auf die Situation. Und er verändert etwas, weil wir ihn danach tiefer kennen und unsere Beziehung gestärkt wurde. Die Stille ist für den Psalmisten die Möglichkeit der Reflexion und der Auslöser für die Klage. Wir haben überlegt, diese Woche unter das Thema Stille zu stellen. Wir wollen gemeinsam still werden. Und der Psalm macht deutlich, dass es nicht leicht ist, still zu werden, weil es dann in einem drin ganz schön laut werden kann. Aber es ist gut zu schauen, was in der Stille in dir hochkommt, all die Emotionen. Und das macht Angst, denn vielleicht begreift man erst dann, dass man gerade doch voll von Sorge und Furcht ist. Vielleicht tauchen Konflikte in dir auf, die du mit dir selber hast oder mit anderen. Oder Fragen, die deinen Glauben herausfordern. Aber du kannst das alles der Liebe Jesu hinhalten. Denn Jesus will es dir abnehmen und dich davon frei machen und dir eine neue Perspektive geben. Und dadurch können wir in der Zeit der Stille nicht nur uns und unsere Gefühle besser kennenlernen, sondern auch ihn. Und wenn du Unterstützung darin brauchst, Dinge und Gefühle vor Jesus hinzulegen oder Fragen hochkommen, die dich herausfordern, dann teile das mit Menschen, bei denen du dich sicher fühlst. Oder melde dich hier bei uns in der Friedenskirche. Denn Stille bedeutet nicht Einsamkeit und wir können uns gegenseitig in dieser Zeit der Stille begleiten. Ich wünsche dir für diese Woche, dass du das erlebst, dass du ehrlich zu Gott kommen kannst, dass du tief in dir drin neu erkennst, wer er ist und dass sein Friede neu greifbar wird für dich. Und Ehrlichkeit braucht häufig Mut. Aber hab keine Angst davor, denn Gott bleibt bei dir. Amen. Wir wollen das jetzt gemeinsam tun. Wir wollen ehrlich vor Gott kommen. Und ich habe ein Gebet aufgeschrieben. Und ja, das kannst du auch gerne für dich nehmen und mitbeten. Und wir wollen das dann gemeinsam mit dem Vater Unser und mit dem Segen abschließen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, mit unserer Sprachlosigkeit kommen wir vor dir. Du siehst unsere Überforderung und unsere Angst, die gerade aufgrund der Situation immer wieder hochkommt. Danke, dass wir das alles vor dich legen können und du uns Freiheit und Frieden schenken willst. Und es fühlt sich manchmal so an, als ob du in dieser schwierigen Zeit nicht hier bist, aber danke, dass du uns zusprichst, dass du bei uns bleibst. Und mit dieser Sicherheit möchten wir jetzt für alle Menschen beten, deren Leben besonders von dieser Situation beeinflusst wird. Und wir wollen dich um dein Erbarmen und um dein Eingreifen bitten. Wir beten für alle Menschen, die in den Krisengebieten leben und deren Leben bedroht ist. Du weißt, dass Menschen aus unserer Gemeinde Familien und Freunde in solchen Gebieten haben und wir wollen besonders für sie beten. Wir beten für alle Menschen, die sich einsam fühlen und für die, bei denen gerade existenzielle Fragen hochkommen. Und wir beten für die, die sich überfordert fühlen mit der Situation. Bitte beschütze sie und zeige ihnen, wer du bist und wie groß deine Liebe für sie ist. Und Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns in der nächsten Woche begleitest, wenn wir gemeinsam still werden. Ich bitte dich, dass du diese Zeit segnest
und dass du Menschen neu berührst und sie mehr von dir verstehen. Danke, dass wir immer mit dir rechnen können. Wir bitten dich für uns, für einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und wir bekennen gemeinsam, dass du unser Vater im Himmel bist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ja, wenn Gott dich in diesem Gottesdienst berührt hat, dann komm doch mit anderen Menschen ins Gespräch, entweder mit denen, die neben dir sitzen, oder du greifst jetzt gleich zu deinem Telefonhörer oder nimmst dein Smartphone in die Hand und rufst jemanden an oder chattest mit jemandem, der dir gerade auf dem Herzen liegt. Wenn du niemanden hast, sind wir auch dankbar für deine Fragen, deine Kommentare, deine Anregungen, das, was dich beschäftigt. Schreib uns eine E-Mail unter der Adresse info@efg-gifhorn.de. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, wenn du willst, dass Menschen aus unserem Gebetsteam für dich beten oder du in Unterstützung brauchst in einer schwierigen Situation, dann schreib uns doch auch unter der E-Mail-Adresse seelsorge@efg-gifhorn.de. Wir freuen uns, von dir zu hören.